Und dann die tschechische Angelegenheit. Auf der Grundlage der Financial Regulation, die ja erst vor wenigen Wochen in Kraft trat, werden wir alles, was in unserer Macht stehend ist, tun, um völlige Transparenz zu schaffen. Das gilt seit Monaten für den slowakischen Fall, wo ja heute, glaube ich, 8 Verhaftungen vorgenommen wurden. Das gilt im Einzelfall für ungarische Angelegenheiten und gilt hier auch ganz konkret zum Thema Conflict of Interest. Artikel 61 wurde von Ihnen novelliert, ist jetzt in Kraft und den werden wir anwenden. Ich habe erstmals von dem Fall durch den Brief eines tschechischen nationalen Abgeordneten erfahren, der der Partei der Piraten dort angehört. Ich habe diesem Abgeordneten auf seine Fragen hin vor wenigen Tagen auch umfassend geantwortet. Wir haben von den Medien in unserem Presseraum in den letzten 2-3 Wochen mehrfach Fragen gehabt. Und ich habe, ich glaube, von Datum 19. September Transparency International Anfragen bekommen, denen wir nachgehen. Und mein Generaldirektor hat hier DG Regio, DG Employment und DG Agri gebeten, umfassend darauf hinzuwirken, dass die tschechischen Behörden uns alle Unterlagen ausfolgern. Wir halten sie gerne auf dem Laufenden. Die Mühlen im Rechtsstaat arbeiten manchmal langsam und mühselig, aber sie arbeiten meistens konsequent. Und ich werde mir im Rahmen meiner rechtlichen Möglichkeiten alle Mühe geben, um volles Licht in die Frage, liegt ein Conflict of Interest vor? Und wie ist die Rechtskonstruktion der im Umfeld des Premierministers sich befindlichen Unternehmen und genügt sie unseren Verpflichtungen und seinen Verpflichtungen oder nicht, Ihnen dazu bei nächster Gelegenheit ergänzende Antworten zu geben. Wir sind, ich würde mal so sagen, wir sind in vollem Umfang an der Front.